Hey, ich bin auch wieder da. Ihr seid da und ich bin da. Kann es ja nur gut werden. Okay, yeah. Ich habe mir heute einen besonderen Tee gemacht, nämlich einen frischen Pfefferminztee. Ein bisschen Abwechslung hilft ja auch. Tut ja auch mal gut. Okay? Ach, und die Herzen fliegen wieder. Wie fantastisch. Da stehe ich total drauf. Wunderbar. Also, moin. Ich habe ja gesagt, heute Wunschkonzert und ihr habt einige Fragen eingeschickt. Ich widme mich heute mal Anna. Anna hat mir per E-Mail einige Fragen geschickt und zwar geht das hauptsächlich um ETFs und sie hat da wirklich ganz spannende Fragen und es geht hauptsächlich zu Kosten. Ich winke euch allen zurück. Danke für die vielen Herzen. Sie hat ganz spannende Fragen tatsächlich gestellt zu Sparplänen und die Kaufkosten. Das finde ich interessant, das werde ich mit euch ein bisschen durchdeklinieren, weil das ist in der Tat, sind ganz spannende Fragen, aber ich muss auch sagen, Anna, mir geht das in Teilen zu tief. Also ich selber mache mir diese tiefgehenden Gedanken über die Kosten nicht, weil ich mir denke, in the long run gleicht sich das irgendwie alles aus. Aber die Gedanken sind durchaus richtig und ich dekliniere sie mal mit euch ein bisschen durch. Die anderen Themen, die ich noch in petto habe, würde ich euch auch sagen, die mache ich morgen und übermorgen. Ich werde heute noch was zum Zeitpunkt von wegen Gewinnausschüttung thesaurierender ETFs sagen. Und wie das ist, mit Fonds im Depot zu übertragen. Da hat Sabine noch eine Frage dazu gestellt, die würde ich gerne insgesamt auch beantworten. Und dann gibt es noch zwei spannende Fragen. Eine hat Christiane gestellt. Genau, Christiane, die hat Immobilien und die möchte sie gern verkaufen, zumindest einen Teil davon, und fragt sich jetzt, wie legt sie das jetzt an? Sabine, wie legt sie das jetzt an, weil sie davon leben möchte? Sie hätte gern mal die eine oder andere Idee. Das mache ich morgen. Und auch Niki hat noch eine spannende Frage gestellt. Wir Frauen leben ja lange. Was machen wir? Also wie wirkt sich das tatsächlich auf unsere Finanzen aus? Was müssen wir vielleicht mehr bedenken als Männer? Super spannende Frage, über die wir relativ selten sprechen. Das ist mir auch aufgefallen bei dieser Frage. Das ist echt ein spannendes Thema. Und das gibt es morgen. Zuckerpudel meint, spannendes Thema mit der Depotübertragung. Ja, ist es, obwohl es relativ einfach ist. Aber dazu komme ich dann später noch. Sollte ich es aus Versehen vergessen, sagt es mir. Okay, also fangen wir mal an mit dem ETF. Anna hat gefragt zu ETF-Sparplänen. Wenn sie einen ETF im Sparplan gekauft hat, überraten, ne? Ihr wisst, ein Sparplan ist ja ein Dauerauftrag, der quasi immer zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Betrag in einen bestimmten ETF pro Monat oder auch zweimal im Monat kauft. Na, wie ein Dauerauftrag. Okay. Dann fragt sie zum einen, muss das Geld dann auch wieder in Raten, wie der Sparplan, entnommen werden, also quasi mit dem Sparplan entspart werden? Anna, natürlich nicht. Du kannst alles, was du im ETF hast, das ist dem ETF ja völlig wurscht, also den Anteilen. Die Anteile kommen ja zu dir ins Depot. Die liegen dann quasi in deinem Schrank bei der Bank. Ich vergleiche das Depot mal gern als Schrank, in den du deine Wertpapiere reinsortierst. Und wenn du zum Beispiel den iShares MSCI World hast in deinem Portfolio oder in deinem Depot, dann sortierst du, egal ob du die als Block kaufst, also in einer Summe, zum Beispiel 10.000 Euro, sortierst du diese Anteile der 10.000 Euro in den Schrank, also in dein Depot, und der Sparplan sortiert sie auch. Also die Anteile stapeln sich quasi übereinander weg in deinem Depot, egal ob im Sparplan gekauft oder als Block gekauft. Also, und da verkaufst du sie einfach wieder, wenn du sie verkaufen möchtest. Und dann zieht die Bank das einfach wieder raus. Also da gibt es keine Reihenfolge, nicht first in, first out, wie das in der Buchhaltung und im Lagerverkehr gemacht wird. Hier geht das dann einfach raus. Also, und das ist
Und das ist nicht so, das ist eben nicht wie bei First In, First Out. Wenn du günstiger im ETF-Plan eingekauft hast oder vielleicht manuell teurer eingekauft hast, das spielt da keine Rolle. Das ist ja quasi ein Mischpreis, ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Das war das eine. Hinter und dann schreibt sie, wenn ich jetzt 10.000 Euro, andere Frage, die aber ganz ähnlich ist, auf einmal anlegen will, kann ich dann zum Beispiel zweimal Sparplan in ETF oder einmal für 10.000 Euro das anlegen und dann den Sparplan beenden oder besser einmal den Kauf 10.000 Euro direkt. Das ist eine Frage, die letztens in meinem Seminar auch aufgekommen ist. Bei größeren Beträgen, hey, im Sparplan, manche Sparpläne sind ja gratis. Wenn ich, was weiß ich, 10.000 Euro über einen Gratis-Sparplan quasi einmal abbuchen lasse vom Konto und dann beende ich den Sparplan. Bei den Gratis-Sparplänen weiß ich nicht, ob da nicht irgendwie so eine Maximumsumme beim Sparen möglich ist. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Die ETFs, in die ich spare, die sind nicht sparplanfähig. Und so einen hohen, also ich habe das noch nicht ausprobiert, wenn das jemand, die eine von euch schon mal gemacht hat, immer ran. Aber der Hintergrund der Frage ist auch, wenn ich 10.000 Euro einmal anlege oder zum Beispiel sie aufsplitte in zwei Sparplänen, macht das zum Beispiel bei der Indiba, ich bin bei der Indiba, keinen Sinn. Denn wenn wir im Sparplan zum Beispiel diese 10.000 Euro aufgesplittet über 2x5.000 anlegen würden, kommt auf die Ausführung 1,75% an Kosten obendrauf. Und das macht eben bei 10.000 Euro insgesamt 175 Euro. Wenn ich aber die 10.000 einmal anlege, na, dann zahle ich bei der Indiba 4,90 € plus 0,25% des Kurswertes, maximal aber 69,90 €. Und deswegen ist die Entscheidung eigentlich klar, in meinem Beispiel bei der Indiba, dass ich die 10.000 Euro natürlich nicht über den Sparplan anlege, weil dann zahle ich nämlich 175 Euro, sondern ich lege sie einmal händisch an, weil dann zahle ich nur 69,90 €. Also weniger als die Hälfte, als wenn ich es im Sparplan machen würde, ne? Bei der DKB ist 1,50 € pro Sparplanausführung. Dann ist das natürlich eine interessante Möglichkeit. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob die DKB das zulässt, weil die sind ja auch nicht blöd. Und diese Idee hat bestimmt nicht Anna zum ersten Mal gehabt, schätze ich mal, sondern oder meine Frau aus dem EDF-Seminar. Ich könnte mir vorstellen, dass die DKB da irgendwie einen Riegel vorschiebt und sagt, maximal 10.000 im Sparplan möglich oder sowas. Das müsstet ihr mal gucken. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil dann könntest du ja die Bank total übers Ohr hauen. Ne? Ich finde es super clever, ist eine super clevere Idee, aber ich glaube das irgendwie nicht. Da ist bestimmt ein Riegel vorgeschrieben. Ich glaube, das ist nur psychologisch entscheidend, ob man eine Einmalanlage macht oder einen Sparplan. Das ist aber eine andere Frage. Hier geht es tatsächlich nur um die Kosten, Zuckerpudel. Ansonsten ist es natürlich egal, ob du einen Sparplan machst oder eine Einmalanlage. Aber wenn du einen großen Betrag hast, dann leg ihn einmal an und stückel es nicht über einen Sparplan. Außer du hast tatsächlich solche niedrigen Kosten. Das müsst ihr dann vergleichen. Geht ins Preis-Leistungs-Verzeichnis der jeweiligen Bank und guckt. Und wenn Sparplanausführung 1,50 ist, dann guckt, an welche weiteren Bedingungen das geknüpft ist. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Obergrenze gibt. Wenn die vielleicht bei 2.000, 3.000 Euro liegt, dann könnt das ja tatsächlich stückeln. Das ist dann ja, das liegt dann an euch, ne? Wie ihr das berechnet. Aber ihr kommt nicht drum rum, es tatsächlich durchzurechnen. Und niedrige Kosten sind ja schön und gut, aber wenn es dann in Arbeit ausartet, würde ich dann vielleicht einfach den höheren Preis tatsächlich nehmen und aus die Maus, ne? Bevor er da immer wieder rumhubert. Aber das müsst ihr tatsächlich bei eurer Bank selber genau gucken. Anna fragt hier noch was. Wie berechne ich denn die Kosten für einen normalen Kauf an der Börse vorab?
Sie schreibt, das sind ja die Gebühren der Bank. Na gut, die Gebühren der Bank hast du immer. Also ob du jetzt kaufst oder nicht, die Gebühren hast du. Die würde ich als Fixkosten nehmen, die würde ich in den Kauf gar nicht mit reinrechnen. Das bleibt bei mir außen vor. Dann die Gebühren an der Börse. Ja, das stimmt. Wenn du im Direkthandel kaufst, zahlst du nicht extra eine Gebühr. Wenn du über Xetra kaufst, zahlst du zumindest bei der Idiba 1,75 Euro dazu. Bei der Börse Stuttgart zahlst du zum Beispiel 5 Euro pro Handel. Das heißt auch, handle höhere Summen und nicht nur, was weiß ich, 100 Euro. Dann schlagen die 5 Euro natürlich stärker zu Buche, ist klar. Und sie fragt noch, ein wechselnder Kurs an unterschiedlichen Ausführungsplätzen. Also, wenn du jetzt ankommst, Anna, und du guckst dir jetzt von den drei Börsen, zum Beispiel von Xetra, Stuttgart und Direkthandel, guckst du dir die Kurse an, die dir die drei Handelsplätze geben. Dann kannst du ja da wild rumrechnen. In der Zeit, in der du rumrechnest, verändern sich die Kurse im Zweifel beziehungsweise praktischerweise in ja schon. Das heißt, du fängst mal wieder an zu rechnen. Also praktisch ist das nicht, das so engmaschig wissen zu wollen, was das letztendlich kostet. Deswegen, ich würde bei der Börse Stuttgart siehst du zum Beispiel, es kostet 5 Euro pro Handel. Also da solltest du nicht irgendwie 50 Euro handeln oder 100 Euro, sondern schon mal ein bisschen obendrauf. Was trotzdem für die Börse Stuttgart spricht, zum Beispiel, trotz dieser 5 Euro ist, dass die Börse Stuttgart damit wirbt, dass sie die Preisspanne zwischen dem Verkaufskurs einer Aktie und dem Ankaufskurs niedrig hält. An dieser Spanne verdienen nämlich die Börsen auch. Wenn ihr das jetzt noch nicht ganz versteht, das ist so genauso wie beim Gold. Wenn ihr Gold verkauft an einen Händler, kriegt ihr zum Beispiel 500 Euro. Wenn ihr das kauft von dem Händler, zahlt ihr 550 bis 600 Euro. Die 50 bis 100 Euro steckt sich der Händler ein. Mal ganz abgesehen, unabhängig jetzt von Umsatzsteuer und so weiter, ne? Diese Spanne steckt sich der Händler ein. Es gibt immer bei Händlern eine Spanne zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs. Jetzt vom Händler betrachtet oder von unserer Seite aus betrachtet, dem Verkaufskurs an den Handel oder an die Börse und dem Kaufkurs, wenn wir das wieder haben wollen. Das ist immer ein Unterschied. Und die Börse Stuttgart garantiert dafür, dass diese Spanne sehr niedrig ist, also die Preise, die Ver- und Ankaufspreise relativ niedrig sind. Das heißt, im Umkehrschluss, dass ihr bei der Stuttgarter Börse im Zweifel den besseren, den günstigeren Kurs bekommt, obwohl ihr dann 5 Euro noch obendrauf bezahlt, aber das ein Fixpreis ist und wenn ihr höhere Summen handelt, dann fallen die 5 Euro nicht so ins Gewicht wie vielleicht der bessere Preis. Das alles vorher durchzurechnen, ist nicht mein Ding. Ich gucke mir immer an, was kostet das Fix, was kostet tatsächlich die Handelsgebühr, die Ausführungsgebühr und das reicht für mich. Ich gucke mir dann die Kurse an und entscheide dann, entweder gehe ich über Direkthandel oder ich gehe tatsächlich dann über die Börse Stuttgart. Aber ich rechne mir persönlich das nicht vorher im kleinsten Teile aus. Das ist mir zu aufwendig, klar sollen wir die Kurse, die Kosten niedrig halten, aber wenn die Papiere über 15, 20 Jahre liegen, ich lasse die Kirche dann im Dorf. So, ganz einfach. Ich mache es mir dann einfach und ich denke auch der Einfachheit halber, um da nicht so Riesenbarrieren einzuziehen, macht es euch auch einfach. Guckt, welche Kaufgebühren da sind und gut ist. Dann steht hier noch, ja, wie entscheide ich mich, an welchem Börsenplatz ich handeln will? Einfach Xetra oder ist es doch komplexer? Es ist nicht komplex. In Deutschland kannst du bei allen Börsen handeln, die sind alle hochreguliert. Ich würde jetzt nicht über eine Börse im Hinterdupfing in irgendwo Vietnam oder irgend sowas handeln, kriegst du wahrscheinlich auch gar nicht angegeben. Aber geh über Direkthandel, geh über Xetra, Stuttgart, Hamburg, was dir zusagt, guck dir die Kurse an.
Guck dir die Kurse an und guck dir die Zusatzkosten an und dann entscheidest du dich. Die nehmen sich nicht viel. Wie gesagt, die Börse Stuttgart wirbt damit, dass sie ganz niedrige Preisspanne hat dazwischen und bei allen anderen siehst du die Preise. Das ist nicht komplexer. Danke, Anna. Das ist nicht komplexer. Man muss es sich auch nicht so komplex machen. Okay. Das war das eine. Dann gab es noch, habe ich noch etwas anderes hier auf dem. Ach so, hier beim Verkauf. Beim Verkauf fallen natürlich auch Kosten an. Im Zweifel auch wieder eine prozentuale Kostenstruktur oder maximale Werte. Meistens haben die Broker oder die Banken so einen Maximalwert eingezogen. Okay. Genau, das war das eine, das war von Anna. Jetzt gab es noch eine Frage: Zeitpunkt Gewinnausschüttung thesaurierender ETF. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, worauf die Frage abzielt. Ich denke mir zwar was, aber ich würde mal sagen, dass die Frage darum geht, wann die Gewinnausschüttungen sind in dem thesaurierenden Kurs, thesaurierenden ETF meine ich. Thesaurierender ETF heißt ja, dass die Dividenden, die Aktien oder auch, wenn wir einen Anleihen-ETF haben, die Zinsen, die auf die Anleihen ausgeschüttet werden, dem Fonds gutgeschrieben werden. Also die gehen in das Fondsvermögen und erhöhen das Fondsvermögen und dadurch, dass das Fondsvermögen etwas wächst, steigt der Kurs des ETFs ein kleines bisschen. Das sind keine Riesenauswirkungen, aber das ist ein kleines bisschen obendrauf. Wann das ausgeschüttet wird, das ist ganz unterschiedlich, weil die Unternehmen schütten ja unterschiedlich aus. Manche US-amerikanische Unternehmen schütten monatlich aus, manche schütten vierteljährlich aus, manche, die deutschen Unternehmen schütten fast durchgängig jedes Jahr nur aus. Und deshalb wird laufend in diese ETF-Aktienfonds Dividenden gutgeschrieben. Genauso ist das, wenn du ein Anleihen-ETF hast. Die Anleihen haben ja ganz unterschiedliche Laufzeiten. Und bei den Anleihen ist es so, dass es manchmal monatlich gutgeschrieben wird, manchmal in einem Jahr, manchmal erst am Laufzeitende gutgeschrieben wird. Also ich weiß gar nicht, ob die Fonds das wirklich ausweisen. Glaube ich nicht. Ich glaube, da wird nur die Thesaurierung in den Jahresberichten ausgewiesen, aber nicht, wann jetzt genau welche Ausschüttung kommt. Die Fonds wissen das natürlich, ganz klar, weil das fließt ja alles ins System ein, das wird alles ausgewertet, die Zahlen liegen da, aber ich weiß nicht, ob sie das publizieren. Müsste ich noch vielleicht noch mal nachgucken. Okay, Depotübertragung, das sage ich jetzt noch zum Schluss. Zwar, wenn ihr bei einer Bank seid, auch wenn ihr aktive Fonds habt, zum Beispiel bei einem Berater, bei einer Beratungsgesellschaft, Fonds, aktive Fonds gekauft. Die Frage war hier von der DVAG, ein Strukturvertrieb, bei dem ich auch jetzt nichts haben würde. Aber anyway, man kann ja auch mal daneben greifen. Wenn ihr also solche Fonds habt, die auf eurem Depot liegen, dann könnt ihr, wenn ihr mit diesem Depot nicht mehr zufrieden seid oder dieses Depot vielleicht bei einer Bank habt, die ihr nicht mehr mögt, wie zum Beispiel die MLP Bank, war eine Frage einer Klientin letztens im Einzelcoaching, und ihr eröffnet bei einer anderen Bank ein Depot, ein Girokonto und ein Depot, zum Beispiel bei der Comdirect oder INDiBa oder DKB, ne? Name it, dann könnt ihr bei eurer neuen Bank mit dem neuen Depot einen Serviceauftrag ausfüllen, dass nämlich alle anderen Papiere, die in einem anderen Depot irgendwo liegen, eingezogen werden. Das geht ganz einfach. Das sind Formulare. Eure Bank freut sich, wenn sie die Papiere von der anderen Bank einziehen kann. Den füllt ihr einfach aus, da schreibt ihr Depotnummer Bank, dass ihr auch die Inhaber seid. Und da müsst ihr gar nicht die Papiere auflisten, sondern wirklich nur die Depotnummer, die Kontonummer, die Bank. Und dann dauert das manchmal eine Woche, manchmal auch 2 Wochen, aber es geht relativ schnell. Und dann werden die Papiere unter den Banken ausgetauscht. Also die neue Bank geht zur anderen Bank, klopft an, sagt: Hier, gib mir mal die Papiere, ich bin jetzt der neue Inhaber des Depots. Und dann ziehen sie das rüber in euer Depot. Kostet euch nichts.
Die Banken verdienen ein bisschen daran, wenn sie diese Papiere halten. Deswegen, es kostet euch nichts, es kostet euch auch keinen Ärger. Das Depot auf der anderen Bankseite wird deswegen nicht aufgelöst. Die Papiere werden nur übertragen. Das heißt, wenn ihr woanders dann noch ein Depot habt, kündigt das Depot bei der anderen Bank. Nicht, dass dort weiter die Depotgebühren auflaufen, ist auch schon vorgekommen. Alle Papiere rausgezogen auf den Depot, aber das Depot nicht gekündigt und dann laufen da jedes Jahr 20, 30, 50 € Depotgebühren auf. Muss nicht sein, ne? Dann kündigt das, macht einen sauberen Schnitt, wenn alle Papiere drüben sind, aus die Maus, Konto kündigen, Depot kündigen, gut ist, ne? Okay, also, und noch eine Frage. Wenn ihr über irgendeinen Berater Papiere gekauft habt, die in eurem Depot liegen, könnt ihr jederzeit über diese Papiere verfügen, ohne dass ihr dem Berater nochmal das oder über den Berater das irgendwie kündigen müsstet. Wenn die in eurem Depot liegen, dann sind das eure Papiere und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Okay? Zuckerpudel fragt, woher weiß denn die neue Bank, zu welchem Kurs ich die Papiere gekauft habe? Das weiß sie natürlich nicht. Ist aber auch egal, weil das ist völlig egal, weil sie die Papiere, sie bekommt ja, sie zieht ja die Papiere in dein Konto und die Papiere haben ja einen Kurs. Und diesen Kurs zeigt die Bank natürlich den aktuellen Kurs. Sie zeigt ja immer den aktuellen Kurs. Und zu welchem Kurs du die Papiere gekauft hast, interessiert die neue Bank ja nicht. Zu welchem Kurs du sie gekauft hast, interessiert dich ja höchstens nur, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Es ist in der Tat so, wenn du die Papiere von deiner alten Bank von deiner neuen Bank einziehen lässt, wird der aktuelle Kurs in die neue Bank eingebucht. Das heißt, die ganze Historie vorher wird nicht mit im neuen Depot gezeigt. Vielleicht meinst du das. Das heißt, das wird nicht mitgezeigt. Das heißt, die ganzen, was weiß ich, wenn du da 10 Jahre in einem anderen Depot das liegen gelassen hattest und du hast da einen Gewinn von, was weiß ich, 40, 50%, der wird natürlich nicht ausgewiesen im neuen Depot. Da wird der Schnitt gemacht, da wird wieder bei Null angefangen und dann erst werden die Kurssteigerungen im neuen Depot angezeigt. Da kann ich dir nur empfehlen, aber das würde ich sowieso empfehlen, immer wenn ihr Papiere kauft, dass ihr das in einer Excel-Tabelle erfasst oder es gibt auch ein ganz tolles Programm, wie ich finde, Gratis-Software Portfolio Management, wo ihr die Kurse eintragen könnt, also die Preise zu welchem Preis ihr das kauft, Dividenden eintragen könnt, sodass ihr für euch nachführen könnt, wo die Kurse stehen. In die Performance Management, wie heißt das? Performance Management? Portfolio Manager, ein Portfolio Manager, der zieht sich die aktuellen Kurse, wird dann immer dargestellt, wie sich euer Portfolio entwickelt. Dort habt ihr es nochmal für euch. Na? Damit könnt ihr dann das umgehen, dass eure historischen Entwicklungen dann weg sind. Na? Okay. Zuckerpudel fragt nochmal, kann ich einzelne Aktien an jemanden verschenken, zum Beispiel zum Geburtstag? Ja, das kannst du. Lass mich mal kurz überlegen. Wenn du sie kaufen würdest und sie liegen in deinem Depot, ich glaube, dann kann sie nicht einfach jemand abziehen. Das geht, glaube ich, nicht, weil du nachweisen musst, dass es deine Aktien sind. Deswegen, du kannst jemandem eine Aktie schenken, aber früher konntest du sie tatsächlich kaufen, das Papier und weitergeben. Ich glaube, heutzutage geht es nur, wenn du demjenigen wahrscheinlich sagst, hier ist das Geld und dann kauf sie dafür oder ich überweise dir Geld und dann kauft der andere sie ins Depot. Alles andere kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil du musst nachweisen, dass du der Inhaber der Aktie bist. Das geht, glaube ich, nicht. Das musst du mit demjenigen tatsächlich dann über sein Depot
in Auftrag geben. Ja, das ist nicht mehr so einfach. Wie berechnet die neue Bank dann die Ertragssteuer beim Verkauf? Das ist ja eine Frage. Vienna Verde. Total berechtigte Frage, muss ich nachdenken. Anna schreibt, ich glaube, das geht. Sowas hatte ich in dem Antrag für den Depottransfer gelesen. Das kann schon sein, Anna. Ich habe das noch nicht gemacht. Also, aber ich würde möglich. Aber ich würde eigentlich immer denken, dass man nachweisen muss, dass einem selber die Aktie gehört. Aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Vielleicht ist das erst wichtig ab einem bestimmten Betrag. Weil dann würde ja Schenkungssteuer irgendwann fällig werden. Du kannst ja nur Leuten etwas bis 20.000 schenken an Werten. Darüber musst du Schenkungssteuer zahlen. Also da guckt dann das Finanzamt schon hin. Deswegen interessante Frage. Nehme ich mir mal mit, wie das geht. Schreib es mir, wenn du es ausprobiert hast, schreib es mir. Okay, ihr seht, ich weiß auch nicht alles. Ne? Aber es gibt so viele Kleinigkeiten bei diesem Thema. Man kann nicht alles wissen, aber man kann alles in Erfahrung bringen. Ne? Und das, genau das ist was ich euch auch beibringen möchte. Genau, fragt, informiert euch, lest, fragt. Vieles ist möglich, ist nicht alles möglich, aber vieles ist möglich. Und nur wenn ihr es tut, wenn ihr hinterher seid, wenn ihr fragt, wenn ihr guckt und euch austauscht, lernt ihr. Und ich lerne auch immer wieder Dinge dazu. Ne? Und wenn heute etwas so war, muss es nicht in 5 Jahren noch so sein. Die Dinge verändern sich unglaublich stark durch neue Gesetze, durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Heutzutage sind Dinge möglich, die waren vor 10 Jahren einfach nicht möglich. Dass wir zu Hause sitzen und einfach auf Knopfdruck Aktien kaufen können, das war bis vor 20 Jahren nicht möglich. Da mussten wir ans Telefon gehen und sagen, hier, ich hätte gern die Aktie. Und wo hast du dann die Kurse gelesen? Also es war alles super kompliziert, ist heute super einfach. Ne? Okay, hier war nochmal die Frage. Wie berechnet die Bank? Ich wollte mich nicht drum rummogeln, ist schon klar. Wie berechnet die neue Bank dann die Ertragssteuer beim Verkauf? Ich würde mal denken, dass die Bank, warte mal, die Bank gibt dir am Jahresende, gibt sie dir ja weiter, schlüsselt sie auf am Jahresende und schickt dir die Ertragsberechnung. Und durch die Vorabpauschale, die wir jetzt ja zahlen seit diesem Jahr, wird das ja schon abgegolten. Wenn du die Papiere dann überträgst, weiß das Finanzamt ja, was da bezahlt wurde, und die neue Bank berechnet dann ab Stichtag. Und dann am Ende, ja, wird alles gepolt. Im Zweifel macht es dann tatsächlich das Finanzamt. Und da liegen ja die Anfangskurse von der anderen Bank noch. Das heißt, was ich sowieso euch immer raten würde, alle Papiere aufzuheben. Die Banken können sie nach 10 Jahren vernichten, aber wenn wir Papiere natürlich länger halten, und das möchten wir ja, sind im Zweifel die Nachweise fürs Finanzamt weg. Deshalb würde ich euch immer raten, hebt alles auf, auch wenn ihr es nicht müsst, hebt es einfach auf. Es ist easy, abzuspeichern, digital, alles aufheben für die Steuer. Dann dürften auch, ne, hier mit in den Ertragssteuern das kein Problem geben. Das kann sogar sein, Vienna, dass die Banken untereinander das austauschen. Das weiß ich aber nicht so genau. Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Aber ich denke, das geht schon alles seinen Gang, weil es nämlich übers Finanzamt abgerechnet wird. Und deshalb werden dort die Zahlen hinterlegt. Sonst kann die Rechnung ja nicht stattfinden mit der Vorabpauschale. Und ich bin mir sicher, dass dass die Banken uns das vorrechnen werden, wie die Vorabpauschale berechnet wird oder wie sie sie berechnet haben, damit wir es nachweisen können und nachfassen können. Wir werden das jetzt in den nächsten Monaten kriegen.
Und dann werden wir uns das mal anschauen. Ich schreibe mir das auf jeden Fall mal auf. Das ist eine spannende Frage, wenn das umgezogen wird. Okay. Prima. Okay. Okay, gern, gern. Okay, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, spannende Fragen, die ihr gestellt habt, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Wenn ihr wollt, morgen gibt es, wie gesagt, Immobilien, ne? Was mache ich damit, wenn ich sie verkaufe? Was mache ich dann mit dem Geld? Und wir Frauen leben lang. Wie wirkt sich das auf unsere Finanzen aus? Und dann war noch eine Frage von den Beziehungsinvestoren. Wie oft kümmere ich mich denn jetzt am besten um meine Finanzen? Und wie oft rede ich darüber? Okay? Spannendes Thema. Dann danke für eure Herzen, danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt und macht euch noch einen schönen Abend. Ich sage ciao, ciao, macht euch schön finanzschlau.